begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von kulturport.de. Herzlich willkommen. Wir haben die Stadt verlassen und sind hinausgefahren aufs Land, genauer gesagt ins Wendland, und besuchen hier den Filmemacher und Maler Hieronymus Proske. Er hat in den letzten Jahren viele Ausstellungen im In- und Ausland getätigt. Und wir wollen mal mit ihm darüber sprechen, was er in den letzten Jahren gemalt hat, wo seine Inhaltlichkeit liegt und was er in den neuen Ausstellungen zeigen werden wird. Ja, wir sind hier rausgekommen aufs Land, aus der Stadt. Du hast zu beiden Orten sozusagen eine Beziehung, zur Stadt und zum Land. Warum arbeitest du hier draußen, oder warum hast du auch hier draußen auf dem Land begonnen mit deiner Arbeit? Naja, es hat mich überkommen, muss man sagen, diese Unmittelbarkeit, diese Kraft, die Vitalität auch der Natur, die hat mich total inspiriert, um wieder anzufangen zu malen. Und ich habe eben einfach immer das gemalt, was in meiner unmittelbaren Nähe auch sich befunden hat. Die Natur bietet die Möglichkeit, Dinge allgemeiner zu erzählen. Wenn du die Stadt nimmst, die ist für mich jedenfalls, ist es ja ein künstlicher Raum. Das ist in einer gewissen Weise natürlich die Natur auch inzwischen. Aber sie hat doch was wesentlich Archaischeres. Und natürlich möchte man als Künstler auch Dinge malen, oder ich möchte ausdrücken, die besser verallgemeinerbar sind. In der Stadt ist ja alles sehr vorgegeben. Es ist sehr strukturiert, durchstrukturiert. Die Natur fasziniert mich auch, weil sie ja doch auch hier immer noch etwas sehr Wildes hat. Ja, es war für mich der Anstoß. Also es hat mir die Urenergie gegeben schon. Und ich beziehe auch viel Kraft aus der Natur. Das ist schon so. Was mich jetzt wirklich neugierig macht, ist mal tatsächlich Bilder zu sehen von dir. Ja, dann lass uns doch einfach mal raufgehen und ich zeige dir die Arbeiten in meinem Atelier. Gerne. Es ist sehr auffällig, dass es nicht unbedingt immer konkrete Landschaften sind. Also wir sind hier zwar im Wendland und man kann auch, wenn man das weiß, durchaus eine Verortung finden dessen, was ich sehe, mit dem Wendland, aber es ist nicht per se so. Das heißt, es ist auch immer ein Idealtypus von Landschaft. Ist das so gemeint? Man könnte das sagen, dass es nicht um die Landschaft direkt geht, sondern es geht um eine Idee von Landschaft. Es geht darum, auch Landschaft zu malen, wie man sich Landschaft vorstellt. Also ich suche sozusagen natürlich den Kontakt zum Betrachter, logisch, und möchte, dass er auch seine eigene Fantasie entwickelt, dass er in dieses Bild eintritt und das Bild zu etwas macht, was für ihn selber ist. Ich würde ja gerne noch mal über die stilistischen Merkmale etwas hören. Also wenn man sich die Arbeiten anguckt, die jetzt so 10, 15 Jahre alt sind, da fällt es auf, dass die eine sehr starke Unschärfe haben, etwas Verschwommenes. Und mich eigentlich in eine Landschaft transportieren, die idealtypisch ist und nicht unbedingt eine reale Landschaft ist. Ist das so? Also es geht ja auch darum, dass man dass man die Landschaft so malt, dass sie verallgemeinert sind. Das heißt, dass ich in der Unschärfe ermögliche es dem Betrachter, dass er sich selbst dort wiederfindet. Es gibt aber bei mir ja nicht nur die Unschärfe, sondern es gibt ja auch die Brüche. Ja? Und das finde ich zum Beispiel ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man jetzt die Landschaft nicht mehr so idealistisch malen kann oder romantisch, sondern man sieht ja auch, was mit Landschaft und Natur passiert. Man kann natürlich Bruch in zweierlei Arten lesen. Man kann einmal Bruch, was man auch
visuell in den Bildern entdeckt, sind so Knicke, Faltungen, als ob jemand eine alte Fotografie jahrelang in der Tasche getragen hat und dann natürlich durch die Benutzung ganz bestimmte Spuren da sind. Das geht auch wieder sozusagen Richtung Erinnerung, etwas, an das man sich gerne zurück besinnt. Auf der anderen Seite sind Brüche aber auch in dem Umgang mit Natur zu spüren, nämlich der Frage, die du gerade aufgebracht hast, nämlich wie gehen wir eigentlich mit Natur um? Also in welcher Wichtigkeit ist dieses Thema in deinen Arbeiten? Ja, man kann Natur, wie ich schon sagte, nicht mehr einfach so romantisch malen. Ich male Natur so, dass man schon spürt, da ist auch eine Härte, da ist auch eine Brutalität, da ist auch ein Kampf. Das Licht spielt eine sehr entscheidende Rolle. Wie ein roter Faden zieht sich das Phänomen Licht durch deine Bilder, entweder als direktes Gegenlicht, als Sonnenlicht, aber auch als Reflexion, zum Beispiel auf Wasserflächen, auf Eis, auf Schneekristallen bei deinen Winterlandschaften. Welche Rolle spielt das Licht in deinen Bildern? Licht ist eigentlich für Künstler immer ein wichtiges Element. Und ich weiß gar nicht, warum das bei mir so stark ist. Manchmal ist man sich ja selbst auch ein Rätsel. Und übrigens, Malerei ist sowieso immer ein Rätsel. Und ich kann gar nicht so genau sagen, wie das bei mir sich entwickelt hat. Das ist einfach mein Ding. Was weiterhin noch auffallend ist, es gibt narrative Strukturen sehr häufig in den Bildern. Also als ob mir jemand eine Geschichte erzählt. Das mag möglicherweise auch daher rühren, dass du lange Film gemacht hast, im Filmgeschäft gearbeitet hast, also mit Bewegtbild gearbeitet hast. Oft hat man das Gefühl, es sind Filmstills, es sind Ausschnitte aus ganzen Erzählungen. Ja, wie wichtig ist das Bewegtbild für das, was du heute malerisch machst? Es gibt Bilder bei mir, die diesen narrativen Teil auf jeden Fall haben und wo auch Möglichkeiten sind für den Betrachter, seine eigene Geschichte zu fantasieren. Ich kann gleich dann noch mal dazu auch Bilder zeigen, die das ganz schön veranschaulichen. Ja, gerne. Und daran kann man dann auch ganz gut sehen, was ich damit meine. Hier ist es ja eigentlich ganz schön, dass man noch mal auf dieses narrative Element kommen kann. Also dieses Mädchen, was als Rückenfigur in das Feld läuft. Hier sieht man noch eine Andeutung von Pferd. Ursprünglich gab es dieses Pferd gar nicht. Und es war aber irgendwie ein blauer Fleck, der nur so eine Struktur hatte. Und der hat sich daraus entwickelt, dieses Pferd. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, da läuft dieses Mädchen. Und natürlich war dann die Assoziation blaue Reiter. Und ich habe dann, ohne dass man das jetzt zu sehr vertieft hier und auch sozusagen das Geheimnis rausnimmt, es ist ja auch alles immer ein Geheimnis. Ja, also Bilder sind immer Geheimnisse. Das bleibt es auch. So, und warum jetzt dieses blaue Pferd und warum dieses Mädchen und was hier eigentlich wirklich passiert, das ist mir selber auch ein Rätsel. Wenn man alles erklären könnte, bräuchte man nicht malen, dann würde man Schriftsteller werden, nicht? Für mich wirkt das Bild insofern wie ein Filmzitat, weil ich das Gefühl habe, dass es hier sich um wie eine Art Vision, wie etwas Traumhaftes entwickelt, auf das das Mädchen zuläuft, was aber nicht unbedingt der Realität entspricht. Und hier passiert natürlich mit dem Betrachter eine ganze Menge, denn er wird durch die Rückenfigur selber zum kleinen Mädchen und kann sich sehr gut vorstellen, was für eine Sommervision dieses Mädchen in diesem wunderbaren Kornfeld hat. Und das ist auch dieses Element der Erinnerung und der Assoziation. Das funktioniert extrem gut hier. Das heißt, es gibt auch tatsächlich, das kann man natürlich auch sehen, das gibt es ja, dieses Bild zum Beispiel gibt es ja auch als Serigraphie. Und das ist auch extrem erfolgreich. Das heißt, ganz viele Leute sind sehr glücklich, die auch dieses Bild haben, weil sie eben sich selber in dieser Rolle dieses Mädchen sehen. Oder hier zum Beispiel ist auch, das ist auch spannend, ja, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Aussagen zu diesem Bild. Hier kann man ganz verschiedene Dinge sehen, ja. Also es ist immer ein Angebot von mir, nicht?
So, und genauso, das gilt natürlich genauso für dieses Bild hier hinten, wo man auch die Frage ja immer ist, was sieht man hier? Was siehst du zum Beispiel hier? Was ist das für dich? Ist das Land oder ist das Stadt? Also für mich ist eine Assoziation an die flämische Malerei eines Jakob von Reusdahl zum Beispiel der Blick aus der Landschaft über ein Gewässer, über einen Fluss auf Stadt. Weil hier gibt es eine ganze Menge Assoziationen, Brücken, Hochhäuser, Kräne möglicherweise. Und hier links läuft es aber dann auch nochmal Richtung Landschaft aus. Aber das wird dich überraschen. Im Ursprung war das ein reines Landschaftsbild. Ja, und es ist im Laufe der Malerei plötzlich so was Städtisches daraus geworden. Und das ist eben, was ich meine. Es ist immer ein Rätsel. Ich kann das gar nicht sagen, warum das so geworden ist. Das kann ich vorher nicht. Und das wird auch oft nicht von mir geplant. Also es gibt natürlich viel grundsätzliche Dinge, wo man schon in den Vorbereitungen sehr detailliert kompositorisch ist, ganz detailliert ist. Man hat viel mehr Freiheit, wenn man das Ganze gut vorbereitet. Ja, das ist so. Also je mehr man etwas vorbereitet, also auch in der, würde ich sagen, das kann ich übertragen von auf jeden Fall vom Drehbuch in die Malerei, desto mehr Freiheit hat man nachher. Es scheint wie ein Widerspruch, ist aber tatsächlich so. Jetzt arbeitest du gerade an einer neuen Säge. Eine Säge hat mit Hafenbildern zu tun, auch wieder am Wasser. Wie sieht das, wie sieht deine Zukunft aus sozusagen? Also was möchtest du, woran arbeitest du gerade und wohin möchtest du gehen? Malerei ist natürlich auch ein Stück weit schlicht ein Prozess. Man ahnt irgendwo, möchte man hin. Man möchte natürlich kommunizieren mit den Menschen und deshalb malt man ja auch. Deshalb habe ich auch Filme gemacht. Es geht mir einfach ganz wesentlich darum, auch mich auszutauschen. Deshalb soll es auch so offen sein. Das ist ja ganz wichtig. Deshalb ist es auch so, dass die Arbeiten so unscharf sind, dass sie Brüche haben, dass eben keiner festgenagelt ist auf eine ganz bestimmte Sache. Ich möchte nicht so eine Hinweisgeschichte haben. Ich möchte, dass die Menschen vor meinen Bildern stehen und einfach erst mal gar nicht wissen, was sollen sie damit? Wenn sie ratlos sind, dann finde ich das am besten. Ja? Und dann müssen sie nämlich anfangen zu denken. Oder sie müssen sich mit sich selber beschäftigen. Mehr kann man von der Malerei eigentlich gar nicht erwarten. Ja? Dass man, also als, sozusagen als Gegenmodell zu der Informationsgesellschaft, wo man immer nur informiert wird, ja? Im Internet und so weiter. Ja? Was ja auch ein Problem ist. Natürlich am Ende ja, des Gehirns. Ich versuche halt mit den Bildern Menschen irgendwie in eine Situation zu geben, wo sie gucken können, das ist ja auch wichtig, wo sie gucken müssen, ja, wo sie ihre. Und das ist ja, finde ich, schon mal wichtig.